Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich möchte heute meine Wochendeko ausnahmsweise schon samstags vorbereiten. Mein Mann hat sich gerade die Kinder geschnappt und ist nach Stuttgart rausgefahren. Der hat im Internet eine Wii gefunden. Wir haben nämlich die Wii von meinem Großen ausgegraben und haben da gestern wirklich richtig viel gespielt. Und die Kleinen hatten so einen Spaß dabei, dass mein Mann jetzt einfach mal ein bisschen geschmökert hat und hat jetzt ein Top-Angebot über eBay Kleinanzeigen gefunden und ist da jetzt natürlich gleich auch auf den Sprung nach Stuttgart, um dieses Angebot zu schnappen. Macht dann mit den Kleinen noch einen Ausflug in die Waschanlage. Die stehen da total drauf. Das ist so süß. Ja, genau. Und wenn sie Freude daran haben, und dann hat er halt auch gemeint, dann habe ich auch so ein bisschen Auszeit für mich. Das ist ja auch immer schön und kommt halt ja so im Alltag auch echt immer ein bisschen zu kurz. Und ja, genau. Die Große dudelt sich oben irgendwie einen zurecht. Und ich habe mir jetzt hier unten schon mal alles hergerichtet. Genau. Und ich habe mich jetzt für diese blauen Sticker entschieden. Also hier wirklich nur diese Reihe. Die hier werde ich mir aufheben. Und die sind ja wieder aus meinem AliExpress, aus meiner AliExpress-Box, die ich mir irgendwann, glaube ich, vor 2 Jahren bestellt habe. Ich müsste noch mal gucken, wo ich die genau bestellt habe. Dann würde ich die mir nämlich echt glatt noch mal nachbestellen. Ich benutze die nämlich echt richtig gern mittlerweile. Die sind so, so schön. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen, entspannten Feiertag. Den ersten zumindest, den Karfreitag. Ich hoffe, er war ruhig und schön. Ja, wir haben nicht viel gemacht. Abends gab es dann Spargel mit Kartoffeln. Wir haben uns mal gegen Spinat entschieden. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, jedes Jahr am Karfreitag gibt es Spinat, Kartoffeln und Fisch. Da ja, mussten wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Es wird ja, wenn man das jedes Jahr isst und das seit Jahren, ist das dann ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig. Und man hat ja wirklich auch echt mehr Möglichkeiten, was man essen kann. Glücklicherweise fängt die Spargelsaison ja so richtig wieder an. Und dadurch, dass mein Mann und ich sehr, sehr gerne Spargel essen, eigentlich den weißen, wir haben jetzt gestern wirklich mal den grünen gemacht und haben den auch angebraten. Also das war mega, mega lecker. Hat echt super geschmeckt. Also werden wir definitiv ganz oft wiederholen. Ja, also die erste Feuerprobe und die ging gleich, ja, war ein Treffer voll ins Schwarze. Also es war super, super, super lecker. Ja. Okay, das muss ich ein bisschen höher. Oder ein bisschen anders. Muss mal gucken, ob das klappt. Ja, doch, das geht. Aber sonst war es ja super, super entspannt gestern. Also echt schön. Mit mir war zwar gestern auch wieder nicht so extrem viel anzufangen. Aber ja, das wird auch wieder besser werden. So. So. Genau. Gut. Doch, das finde ich sehr schön. Auch die Farbmischung gefällt mir echt richtig gut. Ja. Heute ging das mal richtig flott.
Ja, jetzt geht es nur noch ans Termine eintragen und dann ist diese Wochendeko eigentlich auch schon fertig. Sehr, sehr schön. Ja, vielleicht komme ich sogar jetzt gleich noch dazu, euch meine Geburtstagsgeschenke, meine Planer-Geburtstagsgeschenke abzudrehen. Das hatte ich ja auch schon mal angekündigt und irgendwie zieht sich das. Mein Geburtstag ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her. Ist ja echt schon ein Monat her jetzt. So. Genau. Ja, nee, dann hab ich's. Bin ganz zufrieden. Genau. Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen richtig schönen Samstag, ein richtig schönes Osterfest und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt auf jeden Fall gesund und macht's gut. Ciao.